Du erinnerst dich gar nicht, oder? Ah ja, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Was glaubst du, was gerade gekommen ist? Di-di-di-di. Di-di-di-di-di. Damit werden wir heute Drinks machen. Schick mir die Liste, dann gehe ich einkaufen. Für alle Leute, die sich fragen, warum hat Randy einfach kein Licht in seiner Wohnung an? Meine Glühbirne ist seit gestern kaputt. Gestern war ich einkaufen, wollte mir eine Glühbirne kaufen, die hatten keine. God damn! Und in diesem Sinne, guten Tag Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg und herzlich willkommen in meinem Lieblingsaufzug. Heute tragen wir Air Force Nocta, ich bin am überlegen, mir neue zu holen. Für alle, die es nicht mitbekommen haben. Im heutigen Video werden wir ein Restaurant scouten für eine Foodtour von Lukas. Und ich werde euch mitnehmen, viel Spaß dabei. Ich hatte wirklich gedacht, der Winter ist vorbei. Junge, Junge, und da stehe ich wieder in meiner Winterjacke. Es regnet, es stürmt. Einfach die letzten Limetten. Irgendwer wollte, dass wir heute einen guten Abend haben. Die Sache ist nur nicht zu früh, Freunde. Bis jetzt habe ich noch kein Orangenlikör und noch kein Limettenkonzentrat. Und dann zeige ich euch nach dem Restaurant, jetzt werde ich euch noch zeigen, wie wir selber Margaritas machen. Wird sehr, sehr lustig. Für alle Leute, die den Kanal noch nicht abonniert haben, ihr könnt jetzt auf gratis, kostet nichts, einfach auf den Abo-Button drücken. Einfach letzte Flasche auch von dem. Willst du mich verarschen? Heute meint es einfach eine richtig gut mit uns. Limettensaftkonzentrat gibt es nicht, es gibt nur Zitronensaftkonzentrat. Da bin ich mir zu 80% sicher. 100% Zitrone, Lemon. Zum Cocktails mixen. Es geht raus, ciao. 2 Stunden später. Einfach Dior Pop Smoke im Radio. Christian Dior, Dior. I'm up in all the stores. When it rains, it pours. Wir haben vor, so mit Lukas hin und wieder so Bezirktouren zu machen, wo wir euch die besten Restaurants in jedem Bezirk so gesagt zeigen. Ich glaube, es gibt 21 Bezirke, ich bin mir nicht ganz sicher. 22 gibt es, 22. Yeah. Ja. Auf Lukas ist reserviert. 2. Auf jeden Fall sitze ich hier bis jetzt alleine im Beisel. Ich werde jetzt nicht weiter filmen. Ich sitze genau in der Mitte vom ganzen Laden und es ist absolut cringe. Ich warte jetzt, bis die anderen da sind. Bis gleich. Eine Ewigkeit später. Wie geht's? Es geht, ich höre dich zum linken Ohr, sonst alles gut. Warum? Keine Ahnung, frag den Doktor, der hat mich letztlich gut beraten. Das ist eines der Best. Also wenn es zum Wiener Küche geht, gehörst du zu den Top 3 in Wien. Junge, 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 Junge. Was ist das denn, Wetter? Ich hab dich gerade vom 13. Bezirk geholt, im Arsch der Welt und bist sogar später zu gekommen. Ich bin selbstbewusster Typ, okay? Ich komme so um 20, 30 hier rein. Dieser ganz, ich krieg diesen Tisch alleine. Weißt du, wie die alle geschaut haben? Cheers, Mike. Schöner Schaum, das muss man kurz festhalten, oder? Karte, die Top 5 Sache, damit ihr könnte auch Fernsehmoderator sein. Soll ich sag's dir euch ehrlich? Ehrlich, lüge nicht da. Sonst geh ich sofort hier raus. Du weißt eh schon, was wir bestellen, oder? Nee, nicht ganz. Ich habe einfach gedacht, dass Eiernocker ein Käsespätzle sind. Ich habe gar keine Ahnung gehabt. Die Fotoanalyse vorher machen wir halt ein Eck. Ich bin kein großer Fan von Rucola in großen Mengen. Ja. Aber dieses Ei sieht auf jeden Fall richtig gut gekocht aus, muss ich sagen. Ja. Wow, wow, wow. Es glänzt auch so wunderschön, oder? Ja, ja, das ist genau so, wie es sein soll. Dieses Ding werfe ich jetzt gleich vom Tisch. Was sagen wir, Frau Zahnärztin? Herrlich, ein Traum. Herrlich. Das ist so komisch. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. 20 Minuten später. Alter, wir fangen direkt mit Schnitzel und Käsespätzle an, oder was? Bruder, das Eiernockel. Eiernockel, keine Käsespätzle. Let's go. Guten Appetit. Krank, aber böse Hals. Aber super lecker. Also die feiern halt wirklich Preiselbeeren auf einem Schnitzel. Schnitzel isst man nur mit Zitrone. Egal wie sauer ihr jetzt seid, es ist mir egal. Du legst dich mit der ganzen Welt an. Du bist der einzige Mensch. Ich will keinen Ärger hier, entspannen. Auch die wird es noch schmecken. Sollte Karamell habe ich dir beigebracht, Garnelen habe ich dir beigebracht. Und auch Schnitzel mit Preiselbeermarmelade. Wirst du irgendwann lieben werden. Der wird wirklich sauer. Was sagst du zum Schnitzel? Ich schwöre, ich finde es gut. Das ist jetzt nicht, es ist nicht Meisel und Schaden so, aber es ist super lecker. Black Pepper. Boom. Mmh. Ein bisschen salzig aber. Boah, die sind ja heftig. Oder das Salz, Salz-Pfeffer-Gemisch. Muss umdrehen, wenn das salzig ist. Siehst du? Boah, das ist böse salzig. Du hast irgendwie Salz da drauf gekriegt. Das ist böse salzig, oder? Ja, aber geht noch. Tafelspitz ist schon so eine österreichische Speise, oder? Gut. 8 bis 9. Die Ente versalzt. Ich sag so, wie es ist, das ist Lukas deine Schuld. Ich sag so, wie es ist. Also Schnitzel für mich mit Preiselbeeren ist, muss ich noch lernen.
Weil am Ende des Tages, ein Schnitzel kommt aus Österreich und ich muss mich anpassen als Deutscher. Eine Nocke ist eigentlich so ein Leftover-Dish. Ja. Weil du hast die Nocke, die übrig sind. So Mittagessen, aber 5 Minuten, wenn du nur ganz kurz Zeit hast, schlagst du dir über die Eiernocke. Du hast noch ein paar Spätzle von gestern und dann ballerst du. Ah, okay. So wie Maultaschenmedaille. Maultaschen, aber so sagen. Ich bin eigentlich kein Schwabe, das wollte ich nur mal sagen, aber ich liebe die Schwaben. Ja, die Österreicher versteht auch keiner, chill. Ja, ihr Österreicher spricht auch kein Deutsch. Ey, die ist eigentlich Vegetarier, wollte ich nur mal gesagt. Gleich Spaß. Das ist Brech. Das gehört sich nicht. Schönen Tag. Am Ende des Tages, Leute, so funktioniert das auf jeden Fall. Das ist zu salzig. Das ist für salzig. Ja, ja. Wir werden jetzt halt hier noch ein paar Sachen probieren, speisen und unsere Inspiration freien Lauf lassen. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir fertig sind. Jetzt könnt ihr liken und kommentieren und dann sehen wir uns gleich zu Hause, wenn wir ein paar nette Drinks mischen. Also Leute, ich sage euch ehrlich, wie es ist. Das Scouting war erfolgreich, würde ich sagen, aber erfolgreich in der Hinsicht. Wir sind uns noch nicht sicher, sagen wir es mal so, oder? Ja. Wie war das Essen für euch beide? Okay, aber jetzt weiß ich, der real shit, das ist gut. Anna, was sagst du? Kann man essen, kann man jetzt. Kann man essen, sagt Eddie. Was sagt Anna? Es ist gut, ich schwöre leider auf ein anderes Wiener Beißel. Auf welches Wiener Beißel? Aufs Wiener im 7. Aufs Wiener im 7. Aber 13. Bezirk ist auch interessant, da gibt es auch einige gute Restaurants. Ich weiß nicht mal, das, ja, ich habe nicht mal gewusst, dass ein 13. Jetzt kommen wir zum schönsten Teil des heutigen Freitagabends. Einfach mal eine kleine Männerrunde. Wir werden uns jetzt zum ersten Mal Cocktail selber machen. Mega Margarita. No. Mehal. Mehal. Ihr beide wissen ja, von uns beiden bist du auf jeden Fall der bessere Koch. Der bessere Feinschmecker. Also, wer macht die Cocktails? Lukas. Okay, wir haben hier ein Amateur-Cocktail-Set auf jeden Fall bestellt bei Amazon. Hat 30 Euro kostet nichts Wildes, ist ja nichts Besonderes, aber es reicht mal für die Anfänge, ja? Mit Cocktails kennen wir uns alle nicht aus, aber wir haben einen Lieblingscocktail, den wir sehr, sehr gern trinken und der heißt Mergal Margarita. Wir haben ja jetzt hier dieses geile Cocktail-Set, was ich mir erarbeitet habe in der Beziehung, die ich führe, ja? In sehr vielen Verhandlungen sind wir gesessen, das geht jetzt über mehrere Jahre, ja? Ein Anwalt hat entscheiden müssen, beziehungsweise ein Richter und ich habe diesen Schrank hier. Was sagt ihr? Ich bin auch, also wirklich, ich kenne Sabrina ja sehr gut. Müssen, ja? So, wir haben hier diese normalen Cocktailgläser, wir haben Margarita-Gläser, wir haben die Weingläser von Montefeo, wir haben noch ein bisschen elegantere Weingläser. Ja. Weil Respekt hast du. Warum hast du mein Feuerzeug in der Hand? Warum liegt da Stroh? Du weißt, was ich jetzt hier, gell? Bro, das ist ein Anfang für eine wirkliche Alkoholiker-Karriere. Du willst mir jetzt nicht sagen, dass... Dies. So. Und dann müsste eigentlich noch so ein Sieb dabei sein. Dieses Sieb, gell, mit Eiswürfeln. Und dann so diesen... Umgekehrt, Bruder, oder? Oder umgekehrt, whatever. Es wird safe nicht so professionell aussehen, wie wir denken, aber egal. Hey, warte mal, das ist die Beschreibung für Cocktails. Brauchen wir nicht, gell, wir sind professionell. Wie ist es aber? Was ist 2, was ist 4, was ist... Ja, 0,2 und 0,4. Okay, doch nicht. Geil. 2 Mezcals. Einen, den besten, habe ich leider schon ausgetrunken, weil ich irgendwie zufälligerweise den besten zuerst aufgemacht habe, der ist schon nicht mehr da. Mhm. Der ist Mezcal, aber der ist einfach gar nicht rauchig. Deswegen würde ich den heute gar nicht anrühren. Wobei, wir können mal 2 vergleichen, so weißt du, ich meine. Weil wir suchen schon in einem Mezcal-Margarita meistens so diesen bisschen rauchigeren. Die Rauch- der muss so nach Wüste schmecken, der muss nach Sand, nach... Wir waren noch in Oaxaca auf einer richtigen Mezcal-Farm am Gelände, wie es traditionell zubereitet wird, so mit wirklich dieser Pferde, die noch im Kreis sich drehen und den... Unter der Herde dieses... Genau, richtig, alles drum und dran, haben dort auch richtig guten Mezcal getrunken, noch eingekauft und so, also ein bisschen kennen wir uns auf jeden Fall aus. Für jeden ist einfach ein Geheimtipp von mir persönlich, schaut euch einfach alle Mexiko-Videos an, das sind einer meiner Favoriten, so gesagt, wirklich. Ich hol jetzt mal ein kleines Stückchen. Boah, das ist aber schön rauchig, ja, du hast einen großen Schluck genommen, du musst nippen. Man soll auch nicht so an Alkohol, also man muss einen Schnaps mehr so fächern, weil es zu scharf ist. Der ist eigentlich schon sehr rauchig, muss ich sagen. Ich habe 2 Ideen, wie wir so ein bisschen unseren eigenen Mezcal Margarita erfinden können. Moment. Normalen Mezcal Margarita, der wird, glaube ich, mit Limettensaft, Limetten, Salz, diesem Orangenlikör gemacht. Mhm. Und ich liebe Cocktails mit Champagner. Deswegen habe ich hier irgendeinen Sekt, ja, der, keine Ahnung, 7-8 Euro kostet, zum Experimentieren, so ein bisschen ausprobieren, ob das alles Sinn ergibt. Mhm. Das ist das eine, mit dem ich heute experimentieren möchte. Das andere ist, ich habe in Barcelona einen Cocktail getrunken. Hotel California. Hotel California, Und da ist Mezcal, Tequila, Agave und
irgendein Agavenjuice und Jalapeno-Juice drin. Und Jalapeno-Juice ist richtig geil. Ich meine, es ist immer noch nicht das, was mal werden soll, ja. Aber ich habe jetzt einfach mal aus experimentellen Gründen Jalapeno eingelegt gekauft. Egal, wir machen jetzt Zeitraffer, weil das wird sonst zu lang dauern. Wenn ihr ein Rezept wollt, wie wir unsere Drinks machen, folgt eins. Dann müsst ihr Hashtag Rezept in die Kommentare reinhauen, dann folgt eins. Okay, noch kein Zeitraffer, das müssen wir festhalten, das wird zu lustig. Orangenlikör, ist der auch orange? Der ist weiß. Das ist auch nur Wasser, Leute. Machen wir Champagner und Jalapeno. Mhm. Alles komplett. Nein, wir machen erst nur Jalapeno. Ich muss pinkeln. Ja, aber wenn du Eiswürfel da reinmachst und kurz schüttelst, hast du den kalt, ohne dass du die Eiswürfel im Drink hast. Das sind... Junge, deswegen hat man noch den Shaker. Ja, und dann machst du, wenn die Eiswürfel hier drin sind, machst du so, dann kommt die Eiswürfel. Ich hab keine Eiswürfel. Ich weiß eh. Vielleicht hab ich Eiswürfel. Nein, hast du nicht. Eiswürfel ist das Problem in eurem Haushalt. Ich schüttel trotzdem für den Flash. Okay. Mach das eins von da, das reicht. Genau. Das könnte zu viel sein auch schon. Das ist nicht zu viel. Machen wir Risiko einfach? Risiko. No risk, no fun. Du hast nicht alles gemeint. Das wird gut schmecken. Champagner musst du auch noch rein. Nein, wir machen erstmal nur mit drei. Ah, okay. Zweite Runde wird mit Champagner. Oder wenn du jetzt die Küche versaust, Sabrina, wird uns beiden so den A** verreißen. Wie macht man das, dass es cool aussieht? Keine Ahnung, Bruder, da bin ich auch der Falsche hier. Nein! Nein! Das braucht man halt eigentlich nicht. Lass mich doch! Und du hast den Salzrand nicht gemacht, Bruder. Du musst zurückkippen. Ah, genau. Ey, wenn wir eine Bar mal aufmachen, Bruder, keiner kriegt ein Getränk. Seit 40 Minuten stehen hier und machen zwei Drinks. Jetzt merken wir erst, was das für ein Hustle ist, gell? Sabrina darf das Video nicht anschauen. Die denkt, Jungs, was macht ihr da? Ich werde mich ab jetzt nie wieder beschweren, wenn ein Drink mal so 15 Minuten braucht, bis er kommt. Alter, das ist ja viel anstrengender. Storne, Bruder, geh mir jetzt Everybody's Darling und hol uns zwei. Ich schwöre, lieber zahle ich 20 Euro für einen Drink und muss die selber nicht machen. Ich schwöre, wir beide sind die größten Mezcal-Margarita-Kritiker der Welt. Ja, ja, wenn der jetzt nur annähernd okay ist, dann bin ich schon zufrieden. Wir kriegen es schon hin. Okay, cheers. Er ist nur ein bisschen zu scharf, er ist nicht verkehrt. Nein, ist er nicht. Ist nur zu scharf. Das ist dieses Jalapeno Wasser. Warm, Alter, das ist das Problem. Der ist absolut beschissen. Er ist so scheiße. Der ist echt nicht gut. Trotzdem werde ich ihn trinken. Schönes Wochenende. Zu late. Ich habe mit der Schall nichts zu tun, wenn du mich fragst. Ich muss zusehen. Ich sag dir so, wie es ist. Lass uns einfach nie wieder Drinks machen.